Hallo, hier ist Dennis vom Trail Magazin. Heute geht es um diesen Schuh. Salomon Sense Ride. Ein Schuh, der eigentlich gar keine Grenzen kennt. Ein Allround-Schuh, ein Schuh für Wettkampfläufer und für Rennläufer. Der Schuh, der wiegt nur 275 Gramm bei Schuhgröße 43. Hat dieses bewährte Schnellschnürungssystem, ein sogenanntes Quick-Lace-System, das hier bei dem Schuh sehr gut funktioniert. Und das Herzstück des Schuhs, diese Contra-Grip-Sohle, eine tolle Gummimischung, ein tolles Profil, hält im Prinzip auf allen Untergründen richtig gut. Ja, das Tolle an dem Schuh ist im Prinzip der direkte Einstieg. Durch dieses Endofit-System, das ist wie eine integrierte Socke. Man steigt rein und fühlt sich stabil und wirklich sehr komfortabel. Ja, für wen ist der Schuh geeignet? Und da gibt es keine Grenzen. Der Schuh, der funktioniert auf einfachen Trails sehr gut, der funktioniert aber auch sehr gut in den Alpen. Ich bin mit dem Sense Ride den halben Sommer gelaufen. Ich habe drei Modelle im Prinzip komplett runtergelaufen. Ja, das sagt ja eigentlich schon ziemlich viel aus, dass ich mit dem Schuh so viel gelaufen bin. Es ist ein Lieblingsschuh geworden. Da war eine Woche Transalpine Run, 8 Etappen im Salomon Sense Ride und es hätte nicht besser sein können. Und was Salomon mal wieder sehr gut hinbekommt, speziell mit dem Modell, man fühlt sich total stabil und immer sicher in diesem Schuh. Und auf den 8 Etappen, da war für den Schuh so einiges zu meistern. Es gab lange, flache Etappen, da musste der Schuh rollen können und das kann er gut. Und es gab lange, technische Abschnitte, da musste er total stabil am Fuß sitzen. Ja, was mir auch sehr gut gefallen hat, war die gute Trocknungseigenschaft von dem Schuh. Man läuft durch einen Bach, der Schuh wird nass, aber er trocknet unheimlich schnell wieder durch das Außenmaterial. So, viele werden sich fragen, wie ist die Dämpfung von diesem Sense Ride? Die ist üppig, da kann man schon auch richtig lange Distanzen damit laufen. Der Schuh ist neutral, der Schuh ist gedämpft, sehr viele werden mit dem Schuh einfach klarkommen. Es ist ein Modell, das für sehr, sehr viele Trailläufer einfach in Frage kommt. Die Basis von dem Sense Ride ist im Prinzip der S-Lab Ultra, den es schon länger gibt. Nur im Gegensatz zu dem zweifellos tollen S-Lab Ultra schafft es der Sense Ride, für sehr viel mehr Leute in Frage zu kommen, weil er hat mehr Stabilität, er hat mehr Material. Die bewährte Quick-Lace-Schnürung, die hat hier am Sense Ride irgendwie nochmal eine ganz eigene Qualität, weil die funktioniert hier besonders leicht und effektiv. Ja, zur Sprengung. Der Schuh hat 8 mm Sprengung. Der Salomon Sense Ride, der kostet in dieser Version 129,95. Wie wir finden, ein angemessener Preis, fast günstiger Preis für einen Schuh, der so viel kann. Ja, als Fazit, der Salomon Sense Ride, der schafft einiges, was nicht jeder Schuh kann. Er ist ein Schuh für Einsteiger und für Rennläufer. Wenn heute jemand fragt, ich will mit dem Sport beginnen, ich brauche einen Schuh, kann man im Prinzip sagen, mit dem Salomon Sense Ride, probiert es. Und die Chance, dass er damit glücklich wird und nicht unglücklich, die ist ziemlich groß. Ja, den Schuh, den gibt es schon einige Monate auf dem Markt. Habt ihr Erfahrungen mit dem Schuh? Dann schreibt eure Meinungen in die Kommentare. Ja, wenn ihr in Zukunft mehr solcher Tests von uns sehen wollt, dann Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal.